Ja, herzlich willkommen bei der RC-Modellbauer. Heute Fusion 360. Kleiner Tipp, gleich nach dem Intro. Ja, heute soll es um Fusion 360 gehen. Ich habe da ein kleines Problem gehabt und ich habe eine Lösung gefunden. Und das möchte ich euch gerne zeigen. Vielleicht kann der eine oder andere das auch in seinen Projekten gebrauchen. Ich würde sagen, ich schnack nicht lang, gehe direkt an den PC, zeige euch das Problem und die Lösung. Auf geht's! Ich habe mir jetzt hier eine kleine Konstruktion erstellt. Das soll diesem Schiffsrumpf ähneln. Da habe ich auch das Problem. Ich will nämlich hingehen und den Rumpf oder das Boot in einer Datei generieren. Und in einer anderen Datei möchte ich das Boot zerschneiden, um es für die Druck vorzubereiten, um da irgendwelche Stege oder Spanten einzufügen, damit man es besser zusammenkleben kann. Das möchte ich aber nicht in der Originaldatei machen, wo der Rumpf drin ist, sondern das möchte ich quasi in einer anderen, separaten Datei machen. Zeige ich euch jetzt hier gleich. Das heißt, hier habe ich jetzt meinen Rumpf kreiert, das Ganze habe ich abgespeichert und jetzt machen wir einfach mal eine neue Datei. So, die müssen wir einmal abspeichern. Die nennen wir dann Teil 2, damit es hier zu der Reihe passt. So, die haben wir jetzt hier generiert. Und jetzt können wir in dieser Datei hier unsere erste Datei reinziehen bzw. einbauen. Und schon ist sie da drin. Das können wir hier noch ausrichten. Ich lasse sie an der Position, wo sie in der Originaldatei auch war. Ja, wir haben die Datei jetzt hier drin. Das sieht man hier, steht der Name einmal und die Version. Die Version 3 hat es ja hier oben. Diese Kette heißt hier quasi, dass das mit dem Teil verknüpft ist. Das heißt, wenn ich ihm den Teil jetzt was ändere, das hier öffne, mein Bauteil, dann sagt er hier, hat sich was geändert, dann möchte er es neu reinladen. Können wir auch gleich einmal sehen. So, jetzt habe ich meinen Rumpf ja hier importiert und jetzt möchte ich den hier beschneiden mit dem Teilungswerkzeug. Klicke ich drauf und jetzt habe ich das Problem, ich kann da gar nichts anwählen. Funktioniert nämlich nicht auf verknüpften Komponenten. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, dass es funktioniert. Entweder wir gehen hin und lösen die Verknüpfung, dann haben wir es jetzt abgekoppelt von dem Teil, dann ist es aber hier drin. Wenn ich jetzt hier was dran ändere, dann funktioniert es, können wir sehen. Teilen, jetzt können wir nämlich den Dings auswählen, den Körper, und wir könnten das Teil teilen. Jetzt müsste hier unter Körper theoretisch zwei Körper sein. Ja, das hat funktioniert. Jetzt haben wir aber das Problem, wenn ich an dem ersten Teil was ändere, kann ich das hier nicht mehr importieren, beziehungsweise es ist nicht mehr verknüpft. Das heißt, ich müsste das jedes Mal hier neu reinziehen und dann sind wieder alle Skizzen, die ich hier vielleicht auf das Bauteil lege, verkehrt und dann funktioniert gar nichts. Also ist keine gute Lösung. Also gehen wir mal wieder hier rückgängig und machen mal hier wieder die Verknüpfung rein. Jetzt können wir auch mal eben gucken. Jetzt geht nämlich wieder nicht mit dem Auswählen. So, jetzt habe ich ein bisschen recherchiert. Jetzt habe ich mir gedacht, man könnte das hier kopieren. Kann man auch. Man kann hier rechts draufschreiben, kopieren. Kann das hier auch als Einfügen machen, aber macht er nicht. Er fügt hier nichts ein. Also Komponenten einfügen funktioniert auch nicht. So, jetzt habe ich noch ein bisschen weiter recherchiert und dann habe ich herausgefunden, dass man sich das einfach mit einer Schnittmenge kopieren kann, das Objekt. Das heißt, wir erstellen jetzt einfach mal ein Quader hier, und zwar auf der Ebene hier unten. Ziehen dann den Quader da drauf und dann müssen wir mal gucken, dass wir das ganze Objekt jetzt in dem Quader drin haben. Haben wir. So, und jetzt können wir hier das Kombinierungswerkzeug nehmen, wählen jetzt den Zielkörper aus, das wäre in meinem Fall der Quader. Dann blenden wir den auch direkt wieder aus, damit wir jetzt hier unseren Werkzeugkörper sehen. Den markieren wir dann einmal und jetzt sagen wir hier nicht verbinden, sondern wir sagen Schnittmenge. Jetzt guckt er quasi in beiden Körpern, wo sind die identisch, und dann malt er uns hier im Endeffekt unseren Körper hin, weil das ja der andere Körper den komplett eingeschlossen hatte. Jetzt drücken wir auf OK und dann haben wir jetzt hier unter Körper haben wir Körper 1
Und hier unten haben wir natürlich noch unser Teil, was wir hier hatten. Das können wir jetzt einfach ausblenden. Und wie ihr seht, haben wir jetzt den Körper hier kopiert. Im Endeffekt. Zumindest dasselbe hergestellt. Und jetzt können wir hier unser Teilungswerkzeug nehmen und können uns hier das Ganze teilen. Jetzt haben wir hier zwei Körper drin. Und wir haben immer noch die Verknüpfung hier. Da wir hier unten die Zeitleiste haben, würde er jetzt immer, wenn wir das Teil ändern, machen wir gleich auch mal die Zeitleiste abarbeiten und dann würden wir immer zu diesem Ergebnis kommen, ohne dass wir irgendwas geändert haben. Wir speichern das hier mal ab. Jetzt gehen wir wieder in das erste Teil zurück. Das ist ja hier oben Teil 1. Habe ich ja hier oben noch auf. Und da gehen wir mal einfach hin und machen hier eine Skizze. Und machen uns da mal ein paar Änderungen rein, so dass wir hier irgendwas sehen können. So, ich mache jetzt mal hier einfach ein paar Löcher hinten rein. Und vorne werde ich einfach mal ein kleines Türmchen oben drauf machen. So, jetzt haben wir hier auch einiges geändert in der Datei. Hier seht ihr noch die Originaldatei. Jetzt speichere ich mal einmal ab. Jetzt müsste hier auch eine V4 draus werden. Ja, und hier seht ihr, da habt ihr jetzt die Erhöhung und die Löcher. Jetzt gehen wir wieder zurück in Teil 2. Hier hat er auch schon direkt erkannt, dass hier sich irgendwas geändert hat. Wir können das Teil jetzt hier oben über den Knopf hier oben aktualisieren oder wir können hier unten rechts drauf drücken und aktuelle Version abrufen. Das machen wir eben. Und jetzt schaut mal, was passiert. Er lädt sich jetzt hier Teil 4 rein, macht dann hier unten die Zeitachse und wir haben wieder unsere zwei Körper, die aber geteilt sind. Und wir haben das von dem Teil 1 aber hier drin. Die Änderungen. Also haben wir jetzt immer schön unsere Änderungen drin und können den Körper aber teilen, was wir ja bei dem normalen reingezogenen Teil nicht können. Ja, das war das Problem und das ist auch schon die Lösung dafür. Ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr da eine andere Lösung für hättet oder ob es eine andere Möglichkeit gibt. Ich habe nichts gefunden und habe die jetzt hier für mich entsprechend angewandt. Vielleicht habt ihr auch ein anderes Problem, könnt ihr auch mal unten reinschreiben. Vielleicht lohnt es sich da, ein kleines Video drüber zu machen. Ja, heute war nur ein kleines Video hier über Fusion 360, über mein Problem, wie ich es gelöst habe. Wie gesagt, falls ihr da noch Anregungen habt, in die Kommentare damit. Falls ihr mehr von diesen Videos sehen wollt oder wofür ich das übrigens auch gebraucht habe, dann Kanal abonnieren, Glocke nicht vergessen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt. Zigo One! Der RC-Modellbauer. Ciao.